Von der Welt war nichts übrig. Das war die Katastrophe. Einfach so. Jung. Wow. Jungs, ganz ruhig. Okay, die haben sich selber getötet. Alles, was Kid blieb, waren sein Hammer und seine Kleider. Und ja, sein Hammer, den er halt nicht benutzt. Wie ist denn bitte da draus jetzt gerade ein Gaskerl geworden? So, okay. Aus den Leichlingen können Gaskerle werden. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Er lief durch kaputte Straßen, seine Führer, das Stadtsiegel und die Stimme eines Fremden. Na komm. Lass es doch einfach, ihr seid sowieso lahm. Ohoho, Fettsack. Ach, ich hab gar kein Tontikum mehr. Ups. Mann. Okay, nochmal Halt, Entschuldigung. Endlich gelangte er einen berühmten Blablabla. Wow. Ach, ich hab gar keinen. Ein schwarzes Tontikum oder wie es heißt. Ach, Kacke. Okay, das war knapp, dass es mich da nicht runtergefetzt hat. Bam. Und dann? Er bekam undankbare Arbeit auf. Von einem Mann, der nicht mehr seinen Namen sagt oder so, was weiß ich. Ist mir eigentlich auch recht groß. Was sind das? Nein, das sind schon wieder. Nein, das sind solche. Nein! Geht weg! Gerade so. Ah, toll! Ganz im Ernst. Nein! Mano! Lass mich doch! Nicht dein Ernst! Wie viel hat denn das gerade bitte abgezogen? Ich habe zwar die Wände und die Bastionen erfunden, aber Kid hat sie wahrgemacht. Nicht ich. Oh nein, so einer. Irgendwie komme ich an die nicht so ganz ran, wie ich das will. Okay, bei denen hilft eigentlich nur das hier. Aber viel Schaden machen sie zum Glück nicht. Aber sie können auch viel reinhauen. Und ein riesiger Stein, der gleich mal 231 gibt. Ich würde mich gerne an ihn und seine Taten erinnern. Druckbilder abgeschlossen. Ja, sehr schön. Verdiene und indem du nach wer weiß nicht wo. Ach, den Plan ist mir eigentlich auch recht knorke hier. Gedenkstätte, hier habe ich was Neues. Setze Feinden in schneller Abfolge 15 Treffer hintereinander ohne zu verfehlen. Der Murkser. Gut. Gab's was Neues, ne? Hier können wir sowieso nichts machen. Da kommen noch Waffen. Da auch. Aber okay. Oh. Ups. Na egal. Wo geht's denn hier jetzt noch hin? Wo können wir noch hin? Wir können jetzt noch zu das Wildnisrandgebiet. Und hier ist noch
Ah, okay. Ich glaube, ich mache das Wildnisrandgebiet noch und mache eine Aufnahmepause. Okay, legen. Schließ die Mission in der Gedenkstätte ab, um so die Dinger zu bekommen. Die wildfremde Wildnis. Hier lauern tödliche Gefahren. Der Ort ist so rau, dass mich mal Katastrophe ihn zerstören konnte. Sektor Vorrat. Duellpistolen. Weißt du, was im Kampf besser ist als deine zwei Pistolen? Als eine Pistole? Zwei Pistolen. Naja. Wohl. Wow! Okay. Oh, Jungs! Also ganz im Ernst, verzieh dich doch einfach. Nee, ich finde die Muskete deutlich besser. Wohl gegen solche komme ich dann eher leichter an. Wow! Ein Kern. Aber was bringt mir der Kern jetzt noch? Sich den Kern zu sichern war eine Sache, aber wie kommt man hier raus? Er bahnt sich seinen Weg aus der Lichtung, aber die Wildnis lässt ihn nicht kampflos gehen. Tot. Genau wie Kid. Wie, Kid ist doch nicht tot. So, gut. Wow. Okay, 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 okay. Okay. Hä, das muss man wirklich so ganz einzeln töten. Ende. Ende der Fahnenstange. Ah, da muss ich so hinstehen. Okay, schwer war das jetzt nicht hier, das Teil zu besiegen. Okay, passt. Waha! Waha! Oh Mann, oh Mann. Ich will was trinken. Ach du Kacke. Was ist denn das hier für ein Frosch? Ein Frosch, dem man nur Schaden macht. Wow. Wow. Gut. Gut. Da hauen wir auch noch weg. Okay, mal schnell nachladen. Ja, toll. Oh, Kacke. Kid weiß, wie man Sumpfkräuter vernichtet. Ja, ja, da braucht man auch unglaublich viel Talent. So, okay. Ungewöhnlicher Fels. Ein glatter schwarzer Stein, den die Katastrophe ausgespien hat. Davon sehen wir irgendwas anderes noch. Ne? Die Wildnis hat diesen Ort schon zurückerobert. Was Übles. Okay. Cool.
Und das müssen wir jetzt eigentlich... Die schießen! So, das müsste jetzt verrecken, dafür wir genauso. Und Gift, weil das Gift sieht halt schon gut ab. So, hier geht's raus. Okay. Schließlich hat er den letzten Kern und damit ist seine Mission ja beendet, oder? Großer Irrtum. Zia gehört demselben Volk an wie Zulf, aber im Gegensatz zu dem und dem, Kit weiß, da stimmt was nicht. Wenn wir ihm... Zulf und ich hatten gerade eine erhitzte Diskussion. Zulf bringt keinen Ton heraus. Die Katastrophe hat versagt, sagt er, im Gegensatz zu mir. Und mit diesen Worten verletzt uns Zulf. Zerbrochenes Monument. Okay, was ist denn Zulf eigentlich für einer? Zulf hat das Monument übel zugerichtet. Aber es gibt noch einen Ausweg, die Splitter. Okay, was für Splitter? Wir brauchen sie alle, wenn wir die Bastion heilen wollen. Zerbrochenes Monument. Ist alles in Ordnung? Was war denn dort, hinten los? Zulf verflucht die Stadt, verflucht die Bastion, verflucht mich und sagt, er geht nach Hause. Und was hat sie ja dazu zu sagen? Ist das in Ordnung? Was hat Zulf denn gemacht? Zulf hat das zerstört, das Monument, bis ich ihn davon abhalten konnte. Okay, das wird noch richtig interessant hier. Moment, erstmal hier rein. Und hier hätte ich gerne wieder meine Blechmuskete. Letzte Warnung. So. Hier gibt's nichts Neues. Also gut, dann würde ich sagen, ich beende hier mal die Session. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Bastion, wenn es wieder heißt, hier den Zulf da zur Strecke bringen und ihn irgendwas machen, mit ihm spielen zum Beispiel. Also, bis dann. Ciao.